Also im Flugzeug saß ich am Fenster und neben mir saß ein junges Mädchen, also so 17 Jahre oder so. Die war auch eine Deutsche und wir konnten uns auch ein bisschen unterhalten unterwegs. Wir waren ja schon so 3,5 Stunden ungefähr geflogen. Ja, und wir haben uns eben ein bisschen unterhalten. Das hat auch Spaß gemacht. Sie kam eben aus Halle und ja, sie musste auch aus Leipzig losfliegen. Wir haben uns eben kennengelernt und die Telefonnummern ausgetauscht, E-Mails. Ja, und haben uns auch mal nach der Reise schon, haben wir uns auch mal getroffen. Das war natürlich sehr schön, wenn man solche Leute kennenlernt. Ja, die Landung war ein bisschen gruselig, weil als wir gelandet sind, also als der Flugzeug an der Erde angekommen ist, hat es richtig geschüttelt, weil wir sind fast umgekippt in dem Flugzeug. Und da hatten wir schon ganz schön Angst alle bekommen. Manche haben sogar aufgeschrien. Ja, also hatten schon ein bisschen Angst, besonders die älteren Leute, die wissen ja nicht, was los ist und so. Und die können sich nicht so gut halten, sind eben emotional. Ja.